Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Partygänger und wir gehen mit der und natürlich auch verdeckter Ermittler. Und in dieser Funktion gehen wir mit Herzogin Anna-Rietta, oh, was gibt's denn hier? Ach so, mehr Stoffe, auf eine Party eines ja elitären Adelsnamen des Nordens haben wir schon. Eines elitären Künstlerzirkels. Eine Notiz. Ja, die würde ich aber gerne mal lesen. Öl, Leder kann man immer gebrauchen. Ach so, das war eine Allerweltsnotiz. Die kann man nicht lesen. So, reiten wir dahin? Klar. Jetzt, da bist du. Ach, komm schon. Ach Mann. Hör auf, mein Pferd zu schubsen. Das ist sehr sensibel. Oh. Hier hat es scheinbar geregnet. Der Boden sieht sehr feucht aus. Während wir beim Schneider waren und die Zeit mit ein bisschen Gwent vertrieben haben. So ganz unauffällig hier mit unserem Ritterpferd. So, und hier in dieser Gasse sollen wir sie treffen. Mal sehen, wo sie ist. In der Scharlatanallee. Late. Now, why does that not surprise me? Oh. Na, da haben wir unsere Kleidung ja mal gut aufeinander abgestimmt. Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but just one other detail. Here, put it on. A mask. Na, mal sehen, was wir jetzt bekommen. All who attend the Mandragora Soiree wear them. If you have one on, no one asks who you are. Ja, cool. Unsere Outfits passen wirklich sehr gut zueinander. Unser Tattoo vielleicht nicht so, aber. Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. The truth is far simpler. This way no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers. Na dann, dürfen wir jetzt also die Tänzerin kneifen einfach? Let's go. Soiree started. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. Tja. Gut gemacht, oder? How do we find the Sintrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was, had it in for me. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Madame, Monsieur, extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora Soiree. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Na klar. Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present three superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Belont, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Shame. Was? You would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Calesti. A master of visual illusions come to us from far off Afir.
Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth for the Ara duo are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. Eine Pantomime. Na super. Ich glaube, das gute Programm haben wir schon fast verpasst. We were really hoping to meet Cecilia Ballant. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaviri Orchid. Meaning? Uh-huh. Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. Ach du Schande. Das ist ja riesig. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaviri Orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cintrian. Beteilige dich an der Unterhaltung der Soiree. Haha, natürlich. Die Alkoven können wir auch später noch aufsuchen. Erstmal lassen wir es uns gut gehen hier. Eine Kellnerin, aha. Was? Ich trinke doch nicht. Habe ich vergessen zu baden? Das wäre natürlich jetzt ein bisschen peinlich. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Farbe wegwerfen? Nein, ich würde gerne werfen. Wie mache ich das? Achso, Farbkugeln schon ausgeworfen. So, Farbe wegwerfen. Achso. So, dann nehmen wir das hier. Oh ja. Nehmen ein paar rote Farbkugeln. Ah, oh, hervorragend. Das wird ein Knaller. Das kann ich jetzt schon sehen. Ich will hier von diesen Farben auch was nehmen gerne. Okay, geht nicht. So, die letzte einfach zufällig dahin. Nee. Das war nix. Krabams. Achso, jetzt kommen wir hier. Ach, wir müssen 15 davon werfen. Oh Gott. Wie anstrengend. Hier haben wir noch ein paar. Nee. Ah, super. Wir sorgen hier mal noch so für ein bisschen Überlappung. Das heißt, Farbe weggeworfen haben wir. The painting depicts spiritual dualism. The continual battle between good and evil. And defiance. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Mhm. Ja, gut, gut, gut. Das war lustig, das war unterhaltsam. Bisschen Farbe werfen. Was haben wir denn hier noch? An Unterhaltung. Essen. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've built up a pretty powerful resistance. Woohoo! Ja, sieht so aus. Such
Oh Gott, einige hier haben nicht so viel Selbstbeherrschung wie wir. Oh, was wird hier gespielt? Eine Pantomime. Ich will mitspielen. Und toll, nichts ist passiert. Das war jetzt nicht so geil. Nein, noch nicht. Oh, ja, vielleicht sollte ich nicht ins Wasser springen. So, was kann man denn hier noch für Spaß haben? Wir schauen mal. Super Delfine. Okay, er kann Delfine. Ich freue mich. The dolphins. That is no ordinary illusion. The man is a true artist. Impressive. As for that stuff. So, dann was? Kommen wir denn da hinten auf die andere Seite? Ich dachte, hier würde es lang gehen. Tut es aber gar nicht. Ja, super, diese Delfine. Ganz hervorragend. Noch hier ein ganzes Brot erstmal essen, ne? Oder nicht essen. Jedenfalls so tun, als wenn man es isst. So, ein bisschen Unterhaltung gibt es hier noch, irgendwo. Wir werden sie finden. Was? Mann, Alter, hör doch auf zu drängen. Ach, ein Lampignon. Ja, würde ich ja gerne, ich... Ah, jetzt. Let's give it a try. Never suspected you believed in such things. Na, oh, schön. Können wir noch ein paar anzünden? Ja, wir lassen den anderen Leuten auch noch welche. So, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen in den Alkoven hier um. Irgendwo muss ja die gute Frau Cecilia Belante auf jeden Fall sein. Und sie trägt eine Orchidee im Haar. Hier befindet sich offensichtlich niemand. So, mach doch mal Platz hier, Mann. Was gibt's hier? Ein Fragment. Ein Fragment aus dem Skript eines Bühnenstücks. Der betörte Hexer von François de Valais. Es herrschte pechschwarze Nacht in einem dichten Wald. Über dem Baumwipfeln ist der Vollmond zu sehen. Hinweis, das Bühnenbild muss einen Vollmond zeigen. Wölfe heulen klagend in der Ferne. Ein Hexer geht mit vorsichtigen, wohlbedachten Schritten durch den Wald. Er hält eine silberne Klinge in der Hand. Der Hexer: Verdammt nochmal, der Mond ist voll. Auf diese Nacht habe ich sehr lang gewartet. 3 Wochen lang habe ich in diesem stinkenden Loch zugebracht, um einen einzigen Werwolf zu fangen. Wenigstens hat mir die Müllers Tochter die Zeit ein wenig versüßen können. Eigentlich gehe ich nur ungern von ihr fort. Soll ich sie vielleicht doch mitnehmen? Hinter dem Hexer ist ein Knacken zu hören. Er wirbelt blitzschnell herum, er ist auf der Hut. Er sieht den Werwolf. Jetzt habe ich dich, du Bestie! Zorniges Brüllen, das war der Werwolf übrigens. Der Werwolf nimmt die Maske ab. Der Hexer erkennt die Müllers Tochter. Er ist überrascht und weiß nicht, was er tun soll. Und was jetzt? Willst du mich töten oder nimmst du mich vielleicht mit? Okay, ein sehr schönes Stück. And blah blah blah. Affontgard, Schmeffontgard. It's all about two things: coin and copulation. Aha.
Die Müllers Tochter, also oh, hat er ja noch mehr Delfine drauf. Ach, schön. Applaus, Applaus. Ich kann leider nicht klatschen. Was kann man denn hier mit dem? Achso, die kann man ausmachen. So, wir suchen immer noch die Frau mit der kuvirischen Orchidee. Gehen wir doch mal reingucken. We wish to be alone. Please leave. Ja, habe ich schon mitbekommen. Ich muss nur gucken, ob die Frau eine Orchidee im Haar trägt. Tut sie nicht. We are busy. Ach Mensch, Anna. Are you sure it's an illusion? My employer swears it. Besides, have you not heard the news? Have I not heard? It's on everyone's lips. Four the two vets in one night. The theft of the century. And here you are, offering one to me. If you are not interested, sir, I'm sure someone else. Right, fine. You can't think I'd let such an opportunity pass. How much? Slow down. You have declared your intent. Now I will convey this to my client. We shall get back to you. Please await word. Hier ist keine Sängerin, oder? Mit der Stimme. Na, kriegt doch keine Orchidee im Haar. Eine verschlossene Tür. Ja, verdammt. Tafelsilber und Salpeter. Nee, Salpeter brauchen wir nun wirklich nicht. Tja. Bisschen Glamour hier, na klar. Irgendwie habe ich die gute Frau aber trotzdem nicht gefunden. Anna Henrietta, sag doch mal, wo ist denn die gute? Bin ich schon an ihr vorbeigerannt oder? Da müssen wir doch noch mal auf die andere Seite gucken. Wahrscheinlich gab es da noch einen Alkoven, den ich mir noch nicht angeschaut habe. Auf der Seite, auf der wir waren, gab es nur drei. Die habe ich alle in Augenschein genommen. Und hier drüben sind aber nur zwei eingezeichnet auf der Karte. Ein Betrunkener. Irgendwie, Leute, komme ich hier gerade nicht so richtig weiter. Ach, guck mal, hier drüben gibt es doch noch einen Alkoven. Da gehen wir doch einfach mal reinschauen. Aha, das ist der Richtige. Do not disturb! Shoo, shoo! It's the right flower. Of course it is. A Kaviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Villes. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once.
At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. Oha! Ja, cool. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Cintrian Noble you came here with. Wanted to ask you about him. Cintrian Noble? Ah! You must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I did see the nobleman. Really liked to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. A heart-shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Na toll. Und versuche die Tische mit der Erfrischung mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, vielleicht hätten wir einfach fragen sollen, ob sie Cecilia ist. Das hätte vielleicht einiges etwas einfacher gemacht. Aber so hat es ja auch funktioniert. So, dann lassen wir mal unsere Hexersinne walten. Aha, eine Laute. Komm schon, untersuch das Ding. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat it once. Oh, er könnte also auch Ritterschworns Laute sein. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Na dann. Schnüffeln wir doch mal ein bisschen. Ah, da hinten gibt es auch noch irgendwas. Honigwaben, Pilze nehmen wir mit, natürlich. Sowas essen die also, Honig und Pilze. Weiß nicht, die Kombination klingt interessant. So, wo haben wir denn die Duftspur? Hier haben wir die Duftspur. Moment. Ein Liebesbrief. Love letter penned on a napkin. Look. Oh, my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my life. Treacly refuse. Laura, oh meine Herzallerliebste, oh einziger Sonnenstrahl im Firmament meines Lebens, ich schüttel dir mein Herz aus. Seit Wochen werfe ich verstohlene Blicke in deine Richtung, in der Hoffnung, dass du vielleicht einen Bruchteil der Gefühle für mich empfindest, wie ich sie für dich hege. Ich habe lange gewartet und Mut gesammelt, um dir meine Gefühle zu gestehen. Ich hätte auch noch länger gewartet, wenn du auf der heutigen Soiree nicht in Gesellschaft dieses zechenden, schwafelnden und angeberischen Weiberhelden Alphonse de Resid aufgetaucht wärst. Als ich sah, wie du von diesem mickrigen Arsch umschmeichelt wurdest, wusste ich sofort, dass ich handeln musste. Deshalb griff ich zu den besten Waffen in meinem Arsenal, der Feder und dem gewandten Bord, und habe diesen Brief an dich verfasst. Vergib mir, dass er auf einer Serviette steht, weil ich zu jenem Zeitpunkt nichts Passenderes zur Hand hatte. Oh, du bezauberndste aller Frauen, glaube kein Wort von dem, was er dir ins Ohr flüstert. Er ist schlüpfrig wie eine Schlange und zweimal so giftig. Weise seine Avancen zurück und lass stattdessen uns beide Hand in Hand spazieren. Ich will dich mit Trauben füttern und gemeinsam mit dir das Glück auf Erden erleben. Für immer dein Fabian. Aha.
sind das hier hinten? Ah, Bilder, die Empfängnis Eduards. Das sieht super aus. Die ersten Schritte Mathildas. Natürlich, moderne Kunst. So, wir folgen mal der Luftspur. Da drüben, die Frauenkarriere streift einen Rock. Das scheint die richtige zu sein, ne? Richtig. Ja, vielleicht auch nicht. Ah, hier geht's weiter. Was ist denn das da hinten? Kommen wir da rein? Ich denke mal nicht, dahinter ist doch die Karte zu Ende. Nope. Die Tür ist nicht mal zur Interaktion freigegeben irgendwie. Also sie tut nicht mal so, als wenn sie verschlossen wäre und vielleicht geöffnet werden könnte. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Sieht bestimmt auch sehr lustig aus, wenn man hier durch die Menge so schnüffeln, Alter, so schnüffeln geht. Na klar, ganz hier rüber. Was that not just after you went off with him to Bellhaven for a week? Well... Exactly. I'd rather not go anywhere with him, so I must make a good impression. Und hier ist die Tür, zu der wir offensichtlich sollen. Aha. Eine Leibwache? Na gut. Dann schauen wir mal. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come, we must consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh, not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Na gut, sehr schön. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. That must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Gute Idee, Geralt. Quickly, upstairs. Na klar. Das machen wir beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Für heute soll es das gewesen sein. Und beim nächsten Mal konfrontieren wir dann die beiden auf frischer Tat. Naja, die dürfen das, nehme ich mal an. Ertappt auf jeden Fall. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Ciao!